Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Übrigens, schickes Outfit, hä? Gefällt mir dieses Muster. Okay, ich bin eigentlich in den Wald gegangen, um kurz was zu zeigen. Habe mir eine Hängematte gekauft. Ich werde es da jetzt nicht ein riesen Produktevideo machen über diese Hängematte, gibt es schon genug. Aber doch hat es an dieser Hängematte Verbesserungspotenzial, das ich auch gemacht habe. Habe sie so gesagt ein wenig in Anführungszeichen aufgepimpt. Aber nein, sind so Sachen, die ich sagen muss, ja, das hätte von mir aus gesehen, sollte das vorhanden sein, unbedingt. Gut, aber jetzt auf dem Weg hierhin habe ich noch was gesehen. Ich blende das jetzt kurz ein. Und ich frage mich jetzt wirklich, ja, kein Trinkwasser wegen Vandalismus. Ich kenne hier ja im Prinzip diese Gegend recht gut. Ich weiß auch, von wo das Trinkwasser kommt, wo das Wasserreservoir ist, alles. War schon auf einem Kontrollgang mal dabei. Und ich frage mich jetzt wirklich, ja, warum? Ist nur der Brunnen oder ist allgemein das Trinkwasser jetzt betroffen? Vandalismus? Ja gut, ich werde mal bei uns in der Gemeinde nachfragen. Okay, und das Zweite, was ich noch gesehen, also wie immer, jetzt viel im Prinzip passiert, nebst dem ich eigentlich das zeigen wollte, habe ich noch was anderes gefunden im Wald. Und zwar habe ich das da hier gefunden. Und ja, man sieht, das ist so von, ich sage, von einem Energiedrink ist das. Und ich sehe hier so wie, ja, zuerst dachte ich, oh, da wollte jemand so ein Trangia bauen, ein Brenner, aber dann habe ich gesagt, nein, das ist, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das Zähne sind. Ich vermute, das waren jetzt ausnahmsweise mal nicht Leute oder Personen, die diesen Müll hier in den Wald getragen haben, sondern ich vermute, dass das ein Fuchs war, der das gefunden hat im Müll, und dann hat er die Dose mit seinen Zähnen aufgebissen, sag ich mal, und dann, weil das ist ziemlich süßlich, ich weiß nicht, stehen die Füchse auf sowas, aber das sind ja, ich vermute, fast alles Fresser, und hat dann das hier im Prinzip so verbissen und hier im Wald liegen gelassen, weil da, wo ich jetzt bin, kommt eigentlich niemand sonst so hin, das ist nicht so ein, sag ich mal, bekannter Platz, an dem du irgendwo grillen gehst oder so, das ist hier schon ziemlich abgelegen, musst du kennen, diesen Platz, dass es den hier gibt. Gut, nun, des Guten genug geplaudert, jetzt kommen wir zum Hauptthema, und da möchte ich euch die Hängematte von Amazonas kurz vorstellen, also vorstellen, meine aufgepimpte Version und wieso ich das gemacht habe. Das ist die Amazonas Ultralight, für die ich mich entschieden habe. Und zwar ist da einmal die Hängematte hier mit dabei. Das Gestänge für den Moskito, also Mückennetz. Einmal die Schnur, um das Mückennetz zu spannen. Das ist im Prinzip eine Einheit hier. Und für das Aufhängungssystem habe ich mich hier für die, ich sage mal, für die Baumgurten von Amazonas entschieden. Es gibt da diverse Aufhängungssysteme von Amazonas, aber ich finde, diese ist mir am sympathischen. Also ich erspare euch jetzt, da zu zeigen, wie ich die Hängematte hier aufspanne.
weil da gibt es genug Videos, die zigmal sicher besser sind als meine. Nein, also das ist, ja, erspare ich euch. Das ist nun die Hängematte komplett aufgehängt mit dem Fliegengitter. Das Seil für die Aufhängung des Fliegengitter inklusive diese Spreizstäbe. Hier diese Aufhängung, wie gesagt, kann man hier stufenlos verstellen. Finde ich absolut cool. Dann wirklich schön mit den Spreizstäben, damit das Netz vom Körper weg ist. Andere Seite dasselbe. Und unten habe ich das Modell genommen, wo man noch zusätzlich ein Einschubfach hat für eine Isomatte. So, Isomatte ist jetzt hier im Fach drin. Und das Fach unten wurde so angelegt, dass man ein wenig schräg, also fast diagonal, also in der Hängematte liegt. So, nun bin ich drin in meiner Hängematte. Also absolut gemütlich hier drin. Und wie ich schon erwähnt habe, muss man da ein wenig diagonal sich platzieren. Gut, was ich jetzt gemacht habe hier drin, übrigens von der Qualität her, ich filme jetzt mit meinem Handy, weil ich mag jetzt nicht die Kamera draußen noch wieder hineinholen. Okay, aber ich kann es euch so auch zeigen. Und zwar, übrigens, da eine Kamera. Und zwar war ich hier drin und ich weiß nicht, was ihr alles mit in die Hängematte nehmt, aber auf jeden Fall konnte ich nirgends, es hat hier nirgends, hier auf der Seite irgendeine Tasche oder hier oben irgendeine Befestigung. Und jetzt habe ich mir selber, ich muss sagen, von außen noch besser, habe ich mir selber hier so einen Haken hingenäht. Also wie ich schon erwähnt habe, hier diese Aufhängung, der hier habe ich dann selber noch dran genäht, weil es hat wirklich im Innenzelt nur diese Taschen hier, aber da kannst du wirklich nichts Anständiges hinein machen oder hineintun, sage ich mal. Und da habe ich mir einfach hier außen ist die Befestigung vom Insektennetz, habe ich mich dann auf genau unten dran, hier habe ich dann, nicht ein Meisterwerk von näher her, habe ich mir dann so eine Schlaufe dran genäht. Und das Ganze dann auf beiden Seiten, dass man im Prinzip hinten und vorne sowas hat. Ich frage mich, bin ich jetzt der Einzige, der da sagt, du, das stört mich, wenn ich da nicht etwas aufhängen kann, eine kleine Lampe oder etwas so, weil ich, ja, man kann sagen, okay, ich brauche in der Hängematte nichts mitzunehmen, aber ich finde doch, ja, wenn man nicht gerade irgendwo eine Befestigungsmöglichkeit hat außen, finde ich noch so eine Taschenlampe, finde ich noch sinnvoll, sowas mit hineinzunehmen. Und da es keine Seitentaschen hat, nirgends, nur außen, aber diese Tasche ist dann außen, wo im Prinzip die ganze Hängematte, Packsack, sage ich mal, von der Hängematte. Aber das finde ich nicht so die beste Lösung. Darum habe ich das gemacht. Also von mir aus gesehen, liebe Firma Amazonas, hätte ich dort irgendeinen Haken oder ein kleines Schnürchen, hätte man auch nehmen können und dran nähen, wäre sicher nicht ein Riesenluxus, sage ich mal. Okay. Ja, im Prinzip war es das eigentlich, was ich schnell zeigen wollte. Ich werde das Ganze jetzt wieder zusammenpacken und nach Hause gehen und werden uns noch bei diesem schönen Wetter den Grill natürlich anwerfen, noch was Feines auf den Grill schmeißen
Ja, genau, das mache ich jetzt. Okay, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja, konnte dem einen oder anderen vielleicht die Idee mitgeben oder vielleicht hat der eine oder andere noch eine bessere Idee, wie er das gemacht hat. Oder vielleicht gibt es Modelle von Amazonas, die das schon haben. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt genau dies da hier. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.